Meine Lieben, ich schicke euch sonnige Grüße. Es freut mich sehr, dass ihr jetzt hier bei mir seid. In dieser Legung geht es darum, was du jetzt erfahren sollst. Was sollst du jetzt wissen? Ich schaue für dich in die Tarotkarten. Du schaust, inwieweit du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Das werden jetzt deine Karten sein. Was sollst du jetzt unbedingt erfahren? Ich habe für dich den Gehängten, die 6 der Münzen, die 6 der Schwerter, die 7 der Stäbe und die 9 der Schwerter. Es gibt hier eine Situation als allererstes mit dem Gehängten. Da möchte ich aber noch genaueres wissen. Da ist jemand involviert und es ist nicht allzu einfach. Also ich habe hier eine Situation, die so ein bisschen tricky ist, könnte man sagen. Und da ist jemand, da steckt jemand dahinter oder da steckt jemand mittendrin, ist irgendwie in diese Sache verwickelt. Das sieht man hier auch. Hier ist ein Band, hier sind Bänder. Also das ist eine Situation, wo man momentan nicht viel ausrichten kann. Man kann momentan nichts machen. Man ist befangen, gefangen von außen. Ja, das sind die äußeren Umstände. Und wie du auch hier siehst, der Weg, der ist hier nicht so richtig durchschaubar. Man weiß nicht, wie das alles so sein wird, ob man vielleicht hier aus dieser Situation, aus diesen in der Luft hängen, nichts machen können, ja, dazu verdonnert sein, einfach ruhig zu sein, still zu sein und nichts zu tun, weil man kann irgendwie momentan nichts machen, ja. Ob man da den richtigen Weg noch finden wird, das ist hier momentan jetzt sehr zweifelhaft, beziehungsweise man weiß nicht, ja. Man sieht den Weg nicht und stolpert so ein bisschen rum. Und ich soll dir sagen, an dieser ganzen Misere ist jemand ganz Bestimmtes vielleicht sogar schuld, ja. Ich habe hier ein Feuerzeichen und entweder blockiert dieser Mensch diese Außenwelt oder dass das Außen, dass alles im Außen, dass es einfach nicht gelingt, dass man hier dazu, ja, dass man hier in der Luft hängen muss, dass man nicht aus dieser Situation irgendwie rauskommen kann. Also dieser Mann, dieser Mensch kann hier daran schuld sein, ja, oder ist da verwickelt, wie gesagt, spielt irgendwie so eine Rolle. Und da habe ich ein Feuerzeichen. Ich weiß nicht, ob du diesen Menschen kennst. Du könntest diesen Menschen kennen, aber auch nicht. Und ich soll dir sagen, der Weg ist momentan schwer. Ich werde aber noch eine Karte dazu nehmen, weil ich möchte wissen, weil man stolpert hier durch die Gegend. Ja, man hat hier eine Augenbinde auf, ja. Man hat hier eine Augenbinde auf und man weiß nicht so recht, wo der Weg ist und hat hier sehr viel zu tun und weiß nicht, ob man das schafft, ob man da irgendwie ja rauskommt aus dieser Situation des Gehängten, ja. Und ich schaue hier, was die Karten denn noch dazu sagen möchten. Der Stern, das ist gut. Da kann ich aufatmen, ja. Das ist gut, weil das ist eine zukünftige gute Entwicklung. Also der Stern zeigt nicht sofort. Das bedarf ein bisschen Zeit. Aber du wirst aus dieser Situation herauskommen. Du wirst nicht mehr durch die Gegend stolpern oder nichts machen können oder einfach was tun wollen, aber es gelingt irgendwie nicht, sondern du wirst hier alles machen können, was du im Endeffekt machen möchtest in dieser Situation. Das Ganze wird glücklich für dich verlaufen, weil
Hier der Stern, das ist auch eine Schutzkarte, das ist auch eine Karte, die eine glückliche Zukunft voraussagt und dir zeigen möchte, dass in der Zukunft das hier ganz anders aussehen wird, dass der Weg zum Beispiel hier sichtbar wird, dass du keine schwere Last mehr tragen wirst, dass du hier nicht mehr in der Luft hängen wirst. Und ich möchte aber noch wissen, in Bezug auf diesen Menschen, ja? Noch eine Karte zu diesen Menschen. Die Königin der Schwerter. Ja, da wird Kommunikation reinkommen. Da wird vielleicht sogar bei einigen habe ich hier so eine Lektion erteilen. Ja, da wird diesem Menschen, falls da jemand dran beteiligt ist oder schuld dran ist, ja, an dieser Misere hier, da wird der Mensch irgendwie, ja, dem Menschen wird gezeigt werden, dass es so nicht geht und wird die Konsequenzen tragen müssen. Ja, so habe ich das hier mit der Königin der Schwerter. Aber ich habe hier für dich auch noch die sechs der Münzen. Und die sechs der Münzen, das ist hier eine gute Karte, eine glückliche Karte, eine freundliche Karte, eine Freundschaftskarte. Hilfe, Hilfe erhalten, Hilfe bekommen, Hilfe geben vielleicht auch, ja. Und deswegen muss ich hier noch eine Karte dazu nehmen, weil ich möchte Näheres wissen und du bestimmt auch. Der Turm. Und die 10 der Schwerter. Okay. Also, die Karten zeigen mir hier, dass du in einer sehr schweren Situation Hilfe erhalten wirst. Oder du wirst jemanden in einer sehr schweren Situation helfen können. Hilfe ist da. Hilfe ist da für dich oder du wirst helfen können. Diese Frau gibt einem kleinen Mädchen einen Apfel, ja? Und das ist für mich hier so ein Zeichen, auch wenn hier alles zusammenstürzt oder zusammenstürzen droht, weil die Außenmauern stehen noch, nur das Innere brennt ab. Ja, und irgendetwas geht hier zu Ende. Ich habe hier einen Schlussstrich ziehen. Endlich sich auch hier durch diesen Schlussstrich hier auch daraus befreien, ja, aus dieser Katastrophe, ja, das habe ich hier so. Also Zusammenbruch komplett. Man wird aus dem Turm vertrieben, man wird aus dem Turm herausgeworfen, der Turm stürzt ein, hier brennt ab und das kann auch so sein, dass man dadurch hier ein Schlussstrich ziehen kann unter die ganze Geschichte und man wird aber auch dabei Hilfe erhalten und das wird im Endeffekt hier gut verlaufen für dich in dieser Situation, ja? Oder das kann auch hier so gedeutet werden, dass du einen Schlussstrich einfach ziehen wirst in dieser Angelegenheit und da wird irgendwie dieses Gebilde dadurch zusammenbrechen. Ja, so habe ich das hier. Also die heutige Legung, die hat es echt in sich, ja. Das ist keine zuckersüße Legung heute, sondern das ist schon hier. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gucken heute, ja. Menschen zu, die Probleme haben oder die bei denen irgendwie eine schwierige Situation momentan vorhanden ist. Aber Hilfe ist da. Du wirst Hilfe bekommen. Vielleicht ist es aber auch jemand anderes, bei dem genau das jetzt passiert und du kannst helfen. Das kann auch so sein, ja. Und ich soll dir sagen, dass ich werde hier noch eine Karte dazu nehmen, ja. Ich soll dir sagen, dass dass du unterstützt wirst. Mit der Hohepriesterin jetzt hier nochmal, ja? Du findest Unterstützung. Es ist noch verworren, es ist noch nicht so richtig durchschaubar vielleicht. Es ist noch im Verborgenen, aber hier hält die Hohepriesterin, ja, schon den Schlüssel in der Hand. Also die Lösung. Die Lösung für diese ganze Angelegenheit
wird hier geboten werden. Vielleicht bist du die Hohepriesterin. Ich habe hier eine Eule an deiner Seite. Das ist die Weisheit und die Lösung des Problems. Und du wirst hier aber auch Unterstützung kriegen in dieser ganzen Angelegenheit aus der anderen Ebene, soll ich dir sagen, ja? Weil das ist hier schon ziemlich extrem, was ich hier auf dem Tisch zu liegen habe, muss ich schon sagen, ja? Weil diese Karten, das kann ja hier auch alles zusammenhängen. Aber wie gesagt, der Stern ist hier, die Hohepriesterin ist hier und das wird ein bisschen dauern, ja. Das ist nicht von heute auf morgen wird alles wieder gut werden, das habe ich hier so nicht. Das kann ein bisschen dauern, aber im Endeffekt wird sich alles zu deinen Gunsten entwickeln. So kann ich dir das hier jetzt mitteilen mit diesen Karten. Und jetzt gehe ich weiter und ich habe hier die 6 der Schwerter. Das ist hier losgehen, sich irgendwo hinbewegen, Aufbruch zu neuen Ufern, Aussicht haben auf etwas anderes, auf etwas Neues. Das kann hier auch bei einigen ein Umzug sein, umziehen von A nach B in irgendeiner Situation. Das kann natürlich hier privat sein, kann aber auch zum Beispiel beruflich sein. Umzug, dass du davon ziehst, dass du von dannen ziehst, dass du irgendwo anders hingehst. Und hier diese Karte zeigt, man weiß nicht, was einen erwartet. Aber man begibt sich trotzdem auf diese Reise, weil das so sein muss. Weil einem hier an diesem Ufer nichts mehr hält. Ja. Und ich schaue mir jetzt das Ufer an. Oh, das ist gut. Das ist gut. Also was dich am anderen Ufer erwartet, ja? Weil das ist hier, jemand schaut in die Ferne, macht sich bereit, um ins Boot zu steigen und zum anderen Ufer zu gelangen. Und du wirst in dieses Boot steigen und zum anderen Ufer dich aufmachen, weil wenn du da bleibst, dann erwartet dich nur Tränen. Dich erwarten nur Tränen. Dich erwartet nur Traurigkeit. Dich erwartet nur naja, wie eingesperrt sein. Du hast nur einen bestimmten Bewegungsradius und das war's, ja. Und wenn du in dieses Boot steigst, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass du ja, dir unsicher bist, dass du vielleicht auch niemandem irgendetwas davon erzählst, dass du das alles mit dir selber ausmachen musst, auch wenn es bedeutet, dass du, dass deine Kommunikation auf taube Ohren stößt. Ich habe dich hier so, wenn du aufbrichst, habe ich hier für dich den Pagen der Münzen und das ist endlich mal eine gute Karte, ja, obwohl hier hatte ich auch noch eine gute Karte, ja, aber das ist hier auch gut, weil dich erwartet etwas, was auf dich zukommt und das ist stabil. Das hat Hand und Fuß. Das hat eine sichere Grundlage. Das ist sowas wie ein Geschenk. Etwas wird dir gegeben werden. Etwas wirst du erhalten. Das ist hier die Münze. Und die Münze, das ist wie eine kleine Sonne. Also du wirst froh und glücklich drüber sein, dass du hier ins Boot gestiegen bist und zu diesem anderen Ufer aufgebrochen bist. Weil da wirst du hier ein Angebot bekommen. Oder das wird eine Situation sein, in der du dich am anderen Ufer wiederfinden wirst und es ist sicher, es ist gut, es ist von Vorteil für dich zum Beispiel. Kann sein, dass da mehr Geld reinkommt, dass da eine neue Arbeitsstelle, eine bessere Arbeitsstelle reinkommt, dass du dann endlich ein sicheres Zuhause haben wirst. Weil ich habe das hier so, weil manchmal zeigt diese Karte einen Umzug und so sieht es auch hier für mich auch aus, einfach umziehen, ja, kann auch innerlich sein, ein innerlicher Umzug und das ist hier auch gut so, auch wenn man vielleicht traurig ist, dass man hier, wo man jetzt momentan ist, das verlassen muss und man bekommt aber dafür hier diese wunderschöne Münze in Form der Sonne, in Form des Glücks, der Zufriedenheit, der Sicherheit, Verlässlichkeit habe ich auch hier, Potenzial, Entwicklungsmöglichkeiten darüber hinaus noch. Also es bleibt nicht nur bei diesem Angebot hier, sondern aus diesem Angebot
Wird was Handfestes werden, wird was Ehrliches werden, wird etwas werden, was auch sich für dich auszahlt, lohnt, was für dich gut ist. Das könnte sozusagen dann so ein, wie ein Geschenk, ja? Könnte dir so vorkommen. Oh mein Gott, das ist wie ein Geschenk, als würde mir jemand irgendetwas schenken. Aber das erwartet dich am anderen Ufer. Aber ich weiß, das ist hier nicht einfach. Du siehst hier diese Person, sie weint, ja? Sie weint, also schweren Herzens vielleicht auch. Ja. Dass man hier das, was, woran man sich gewöhnt hat, leider verlassen muss. Ja. Das kann auch ein Gefühl sein, das kann auch ein Mensch sein, das kann auch eine Situation sein, das kann das Zuhause sein, das kann diese Wohnung sein, das kann diese Arbeitsstelle sein, ja. Das habe ich hier so für dich. Aber es wird gut am anderen Ufer. Das kann ich dir hier sagen. Gut, die sieben der Stäbe. Die sieben der Stäbe zeigen mir hier jemanden, der Angst hat, zum Beispiel, oder befürchtet, eher befürchtet, nicht Angst hat, sondern befürchtet, dass eventuell Anfeindungen kommen können. Oder man wurde angefeindet. Und man hat jetzt Bedenken, ob man jetzt vielleicht, also früher in der Vergangenheit wurde man irgendwie so ähnlich oder von diesen Menschen oder in dieser Situation oder so ähnlich, ja, angefeindet. Und man hat jetzt Angst in dieser Situation, dass einem genau das Gleiche passiert. Ja, das kann hier so sein. Man blockiert, man ist vorsichtig, man passt auf, man hat sich so ein bisschen versteckt, eine kleine Mauer um sich herum aufgebaut. Eine Blockade habe ich hier, aber diese Blockade wird aufgelöst werden. Ich habe das hier so bei der einen Gruppe, ja, es kann sein, dass man dich hier anfeindet, aber diese Menschen werden dir nichts anhaben können oder diese Situation wird dir nichts anhaben können. Oder du machst dir Gedanken, Sorgen umsonst, weil da nichts ist. Das sind hier die zwei Gruppen, die ich sehe, ja. Und ja, du hältst diesen Stab in der Hand und da, du kannst loslegen, will dir die Karte mitteilen. Ja, die drei der Schwerter, vielleicht ist es etwas, hat es etwas mit Liebe zu tun, ja, mit Gefühlen. Man ist hier traurig. Ich bekomme hier auch ein gebrochenes Herz, ja. Hat dir jemand das Herz gebrochen? Hat dich jemand hier extrem enttäuscht? Kann auch in der Vergangenheit sein. Und deswegen bist du hier so, wie du bist. Nein, ich will nicht, auf keinen Fall. Ich will nicht, dass mir jemand zu nahe kommt, dass mir jemand irgendwie irgendetwas sagt oder dass irgendjemand was macht. Denn dann könnte es so sein, dass ich hier wieder Verluste erleide, ja, verletzt werde. Und ich soll dir sagen, dem ist nicht so. Die Wölfe gehen schlafen, ja. Diese eine Wolf gähnt, die anderen schlafen schon. Also ich habe das hier so, wenn das zum Beispiel jemand Neues ist in deinem Leben, der dein Herz irgendwo erobern möchte, ja, dann ja, vielleicht schaust du dir das Ganze mal an, wenn das jemand Neues ist, ja, wenn das jemand Neues ist, weil ich habe das hier, dass diese Verletzung noch da ist, ja. Das kann auch hier sein. Vielleicht hat jemand dein Vertrauen missbraucht. Und du hast Angst, diesen Menschen nochmal zu vertrauen. Wenn das jemand aus der Vergangenheit ist, lass lieber die Finger davon. Ja, so habe ich das hier. Das soll ich dir sagen. Aber wenn das jemand Neues ist, dann kannst du gucken, nicht sofort ihn reinlassen zu dir nach Hause und ihn reichlich beschenken. Nein, nein, nein. Ihr könnt euch draußen treffen, irgendwo und ein bisschen reden, ja. Das ist hier auch so ein bisschen bildlich gemeint, dass du diesen Menschen nicht sofort in dein Herz lässt, sondern erstmal irgendwie so abcheckst, wie das da so aussieht, ja. Weil diese Verletzung ist noch frisch, vielleicht bist du noch nicht bereit. Das kann auch hier so sein, ja. Aber ich habe schon hier die Leidenschaft. Ich habe schon hier die Leidenschaft und da werde ich noch eine Karte dazu nehmen. Die Sonne, das wird gut werden. Also diese Negativität, diese negativen Einflüsse, negative Menschen, diese negative Situation, du wirst auch hier
dein Herz heilen können, ja, deine Herzverletzung in Sachen Liebe, Romantik wirst du hier heilen können. Du wirst wieder gute Sachen erleben. Du wirst da rauskommen aus dieser negativen Situation, aus diesen negativen Gedanken. Also ich habe hier generell eine Verbesserung für dich. Sogar Umkehrung des Negativen ins Positive und das Glück wartet auf dich, soll ich dir sagen. Ja, das sieht vielleicht momentan gar nicht danach aus, aber das Glück wartet auf dich. Du wirst in dieser Situation irgendwie das Glück erleben. Ich weiß nicht, ob mit diesem Menschen, ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich mit diesem Menschen sein wird. Für die einen ist es dieser Mensch, ja. Wenn das neu ist. Aber wenn da jemand Altes kommt, der dich hier verletzt hat, dann hast du die Möglichkeit, das zu heilen. Aber ich hab euch beide hier nicht zusammen. Ja, das nicht. Aber wenn das jemand Neues ist, dann schon. Ja, so habe ich das hier im Kartenbild. Und dann habe ich hier noch, natürlich, weil das jetzt so eine komische Legung ist, so ganz komische Energien, ja, ganz komisch. Die 9 der Schwerter, und das ist Angst oder negative Gedanken. Du befürchtest etwas. Das ist ja auf jeden Fall Furcht oder etwas befürchten. Die Schwerter schweben über dir, aber sie treffen dich nicht. Das soll ich dir zuerst sagen. Sie schweben. Das ist vielleicht in der Schwebe. Aber ich soll dir sagen, die Schwerter werden sich nicht in dich reinbohren. Das nicht. Ja. Aber ich werde hier noch eine Karte dazu nehmen. Ja, da wird es einen Neuanfang geben. Ohne Bedenken, ohne Angst, ohne Sorge. Sorgen verschwinden. Sorglosigkeit habe ich hier. Neues, Neuanfang, Neubeginn. Frei, ohne Bedenken, ohne Zögern. Narrenfreiheit, die Narrenzeit, ja. Sich freuen, etwas Neues erleben, etwas Neues wagen. Einfach einen Schritt ins Leere machen und schauen, was passiert, ja. Und das wird auch gut werden, weil der Narr verspricht das automatisch, ja. Weil das ist eine gute Karte. Ich habe hier einen Neuanfang, ein Neubeginn komplett für dich. Diese Ängste, diese Sorgen, diese Zweifel, dieses negative Kopfkino ist weg, vorbei. Du greifst nach den Sternen, ja. Ich weiß nicht, ob das der Mond ist oder die Sonne, ja, aber ich sag mal hier so, ja, du greifst einfach nach den Sternen und du bist offen und frei und kannst dich einfach ausbreiten in jede Richtung, in die du dich ausbreiten möchtest. Und diese Ängste und Sorgen spielen keine Rolle mehr. Wie gesagt, diese Schwerter werden dich nicht berühren. Und du hast hier die Narrenfreiheit. Du genießt hier diese Narrenfreiheit. Du kannst im Prinzip machen, was du willst, soll ich dir sagen. Und das wird positiv sein für dich im Endeffekt. Ansonsten wäre der Narr nicht hier und wäre die Sonne nicht hier. Also ich habe hier irgendwie so negative Sachen, ja. Alles irgendwie so, es fängt negativ an, aber dann wird es gut, ja. Dann wird es gut, dann wird sich das für dich irgendwie zum Positiven entwickeln. Es gibt eine positive Wandlung, Verwandlung, Umwandlung. Ich habe hier für dich die Sonne. Also im Endeffekt wird es gut, ja, soll ich dir hier sagen. Vielen lieben Dank, dass du hier bei mir warst. Wenn du magst, kannst du einen Kommentar schreiben, du kannst liken, meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.